mich nicht. Ich will deine Stimme hören. Genauer. Alles ja hier nur ein Spiel ist, kann man tun, was man will. Wenn du etwas willst, nimm es dir. Und wenn du jemanden töten willst, töte ihn halt. Ich habe durchaus mehr Personen getroffen, die so denken, als du lieb bist. Selbst ich habe einst so gedacht. Doch in diesem Death Game, in Sword Art Online, ist das alles anders. Denn unsere Realität spielt sich gerade hier und jetzt in dieser virtuellen Welt ab. Und allein aus diesem Grund gibt es Dinge. Die miteinander kämpfen. Der eine rot, der andere schwarz. Und schließlich sehe ich mich selbst und mein Spiegelbild. Was hat das alles nur zu bedeuten? Ich fühle mich so unwissend. Dabei sollte doch ich diejenige sein, die alles weiß. Prinzessin Hinoto, die Traumseherin. Hinoto, die Weise. Und wie sie mich alle nennen. Sollte ich nur denken. Warum muss ich immer den Packesel für Rosette spielen? Kann die ihren Kram nicht alleine tragen? Was hat sie denn da schon wieder alles drin? Eigentlich soll sie da nur Waffen und nur uns Munition sein. Meine Güte. Schauen wir doch mal nach. Also. Ich bin ein Herr Buch. Harry Potter? Naja, das liest sie eh nicht. Als ich dich in diesem Sphere gesehen habe. Du bist gegangen und warst einfach fort. Nein, das kann doch nicht alles nur ein Traum gewesen sein, oder? Ich würde dich so gerne wiedersehen. Ich könnte ja mal in dieses Buch über Schwarzmagie schauen. Nur aus Neugier. So, Kapitel Alchemie. Menschliche Transmutation ist streng verboten. Man kann mit dieser Methode Tote wiederbeleben, falls es klappt. Andernfalls erscheint die Person als schleimiges Monster und sie können dabei ein Arm, Bein oder den ganzen Körper verlieren. In diesem Fall müssen sie wohl den Rest ihres Lebens in einer Rüstung verbringen. Nee. Ich glaube, das ist nichts für mich. Was haben Sie noch?
verschiedenen Ninja-Techniken. Lotum Soisejibwe. Wer soll das denn bitte aussprechen? Nein, ich glaube, das ist nicht für mich. Ah, das hier schon eher. Eine Beschwörungsformel in Form eines Tanzes lässt sich mit den Toten in Verbindung treten. Mal schauen. Das ist mir jetzt echt zu doof. Außerdem, tot bist du ja auch nicht wirklich. Ich möchte dich lieber so in Erinnerung behalten, wie du warst. Du lebst einmal ein wunderschönes Königreich. Der Herrscher hieß Odin. Er hatte zwei wundervolle Töchter. Die ältere, sie war schön, stark und mutig. Eine wahre Kriegerin. Alle bewunderten. Selbst die Jüngere der beiden. Das Glück ist weit nicht lang. Sie starb in den Händen der jüngeren Schwester. Sie versuchte verzweifelt, den leeren Platz einzunehmen. Aber egal, was sie tat, egal, was sie machte, es war nicht genug. Der Vater stieß sie. Und nun war sie ganz allein und ihr Herz fing an zu schreien. Was soll ich tun? Wie soll ich gehen? Wie soll ich das nur alles überstehen? Und als sie die Hoffnung fand, sie ganz schnell wieder verschwand. Den Mann, den sie liebt, es war der Feind. Es fing sie an, die bessere Dunkelheit. Du wirst den Mensioko bald nie wieder verlassen. Ihr könnt mich sehen? Oh, Mist! Warum hat mein Zauber schon wieder nicht funktioniert? Oh. Talim, noch einmal. Ich bin Mistia Lorelei, die weltbekannte Nachtigall. Und ihr alle werdet mein Wald nie wieder verlassen. Hey, wartet! Hey, ihr! Wartet! Nein, nein, nicht gehen! Aha! Hallo! Weil wir nicht auch einfach nur so tolle Freunde haben, wie Hagen und die Mondwurmpfeife. Und wieder konnte ich dich nicht beschützen, egal wie oft ich es versuche. Ich will dir doch nur das zurückgeben, was du mir gegeben hast. Warum kann ich dich nicht beschützen? Immer und immer wieder. Und mir wirst du es bemerken, nie. Schau deine rechte Hand an. Wer ist da? Ich bin es, Madoka. Los, schau schon nach. Ich weiß ja wohl, was du für mich getan hast. Madoka-chan.